Solo Shuffle tut einfach nur weh und keine Sau spielt mehr Threes. Ja, ja. Also ich gehe jeden Morgen bei Twitter rein und lies mir immer so die Posts vor von so PvP-Spielern. Und Raikou ist immer ganz weit vorne, wenn es heißt, sich über den aktuellen Stand von PvP aufzuregen und eine MMR-Anpassung zu fordern. Da sehe ich genauso wie er, aber aus anderen Hintergründen. Ich finde halt, dass vieles an Rating über MMR geregelt wird. Oh. Ich hätte den First Hit, ne? Also wenn ich das jetzt verliere, ne? Oh shit, shit, shit. Ich hab pre-healed. Hat aber nichts gebracht. Nein! Er hat die Fähigkeit aufgehoben. Aber er hat mich verfehlt. Scheiße, der killt mich auch. Nein! 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 Scheiße, trinken, 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 trinken. Oh Gott, ey, das war so knapp, Alter. Okay, jetzt habe ich auch eine Fähigkeit. Oh, die ist sogar big, ne? Ich glaube, das ist eine der krassesten Fähigkeiten in-game, ne? Damit hätte ich den gekillt. Egal, ich level erstmal. Looten und leveln. Da ist noch ein Stern auf der Minimap. Ja, das mit dem MMR gerade ist wirklich Schmutz. Die ganzen 3K-Spieler kommen gar nicht mehr hoch. Stacken alle bei 2.8, 2.9. Ja, ich finde, also ich bin ja sowieso kein High-Rated-Spieler. Ich bin ja immer so irgendwie zwischen 2.1 und 2.4 unterwegs. Das Ding ist halt so, dass wenn du hohes MMR hast, dann ist es halt viel, viel einfacher hochzukommen. Ich bin fast gestorben. Gar nicht auf mein Life geachtet. Was bedeuten soll, dass... Schaffe ich den? Also beispielsweise, ich habe halt meinen 2-1-Erfolg am Anfang der Season im Solo-Shuffle gemacht. Und da habe ich die letzten drei... Kann ich gleich machen. Und habe halt die letzten drei Games verloren und dafür, also 2-4 verloren und trotzdem 30 Rating dafür bekommen. Und das kann es halt nicht sein, dass ich halt weniger Aufwand haben muss als irgendjemand, der vielleicht mit Low MMR startet, um da zu climben. Also, Plunderstorm. Battle Royale Modus. Du startest hier also rein. Sammelst Fähigkeiten und musst Leute töten. Und am besten nicht getötet werden. Und levelst halt auf. Es gibt so maximal 10 Level in einer Runde, die du erreichen kannst. Dann bist du auf der Max-Stufe so. Oh mein Gott. Oh, hat der ein Glück, Alter. Den hau ich weg. Zack, Digga, das war's. Also ich töte jetzt hier Mobs oder Spieler. Die droppen dann halt Fähigkeiten. Und die kann ich dann halt einsammeln. Ich glaube, der war ganz geil, ne? So. Unter anderem halt auch Plunder und solche Sachen. Und dann level ich halt hoch und versuche halt im innerhalb des Kreises hier zu bleiben. Man kriegt dann eine kosmetische Belohnung dafür. Ja, ist halt eine Spielerei, ne? Für ein falscher, was, ein Blitzbollwerk? Okay, damit dodge ich irgendwas.
So, man startet halt mit so grauen bzw. weißen Fähigkeiten und das hat dasselbe System wie bei wie in Retail oder Classic halt auch. Wenn du die Fähigkeit jetzt nochmal kriegen oder sammeln würdest, dann würde sie abranken auf grün, danach auf blau, danach auf episch und das verstärkt jeweils immer den Effekt, den diese Fähigkeit hat. Es gibt zwei offensive Fähigkeiten, zwei defensive Fähigkeiten, ein Item aus einer Tasche. Hier, der ist wieder schon gestorben. Soll ich den killen? Soll ich mich das einfach trauen? Zack. Junge. Was ist das? Bebensprung. Oh mein Gott. Junge, den safe nehme ich den. Guck mal, hier wird auch schon wieder gefightet. Ne, ich lasse das mal so. Finde die Fähigkeiten gerade ganz cool. Oh, hier ist noch eine Fähigkeit, die nehme ich nochmal mit. Ist das Shadow Meld oder was? Verkleidet euch als Busch. Na, das finde ich gut. Oh, den holen wir gleich raus, ja, Alter, wenn er hier reinkommt. Tschüss. Und es ist halt wie in jedem anderen Battle Royale auch. Ihr kämpft so lange, wie ihr überlebt in jeder Runde. Guck mal, hier sind epische Sachen. Ach du Scheiße, Springfall, Stahlfalle. Oh shit, er stunt mich. Der haut mich weg hier. Da muss ich schnell laufen, ne? Von dem lasse ich mich nicht killen. Das Battle Royale Schmutz. Gibt's heute noch Retail PvP? Ja, mal gucken. Also ich gucke mir auf jeden Fall den Modus heute an. Das ist Hauptcontent. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehen wir natürlich rüber zu Retail PvP. Aber wie gesagt, ist auch erst zweite Runde, die ich spiele. Mal schauen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich muss mir das selber nochmal angucken. Also vieles weiß ich noch nicht. Ich weiß halt, dass du Belohnung kriegst, Transmog-Geschichten, dass du hier Ruhmstufen aufsteigen kannst, deinen Charakter verstärken oder verbessern kannst oder optisch anpassen kannst oder sowas. Die Cosmetics, die du freischaltest, kriegst du dann halt auch in Retail. So, ich muss langsam Fähigkeiten finden, ne? Also ich laufe hier eigentlich nur rum und mach nix. Feengestalt. Oh, die ist, glaube ich, big, ne? Na, die ist auch geil. Vanish. Wieso kann ich die nicht austauschen? Vanish. Zweimal Vanish wäre hier tatsächlich. Hier wird gekämpft. Vielleicht kann ich da richtig schön ekelhaft reinsnipen oder so. Wenn die low sind. Aber ich bin Level 5, ne? Die sind Level 6. Oh, der hat den gekillt. Das ist schon mal gut. Die kämpfen immer noch. Ich warte, bis die low sind. Das ist, und dann gehe ich rein, Alter. Jetzt ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt. Scheiße. Zack, Alter. Den taken wir mit. Richtig ekelhaftes Gameplay hier. Stufe 6. 6 Überlebende nur noch, also es sind nicht mehr viele und wahrscheinlich bin ich der Loste von allen. Sieht ein bisschen Käse aus. Ja, also ich glaube, der Hype ist größer, als es tatsächlich ist, weil es hat ja nichts mit PvP zu tun. Es ist halt einfach ein separater Modus, der nichts mit dem Hauptgame oder Classic oder so zu tun hat.
Und ich glaube, das spielst du eine Woche und dann hast du keinen Bock mehr. Und dann ist das halt so eine Sache wie so ein Handy-Game, was du denn so, wenn du gerade mal Langeweile hast, ja komm, lass mal eine Runde spielen oder so. Dafür ist das Event ja auch noch zusätzlich zeitlich begrenzt. Nee, mit dem fighte ich nicht. Der war Level 7. Ich hab ein bisschen Schiss. Der verfolgt mich hier, ne? Der will kämpfen. Ich brauche halt noch... Also wäre halt fett, wenn ich die wenigstens auf blau noch upgraden könnte. Oder den hier zum Beispiel. Also ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Ist ein Upgrade? Yes, aber habe ich schon, ne? Ne, ist es nicht. Ist ein Ersatz. Oh, da ist noch was Episches. Schneewehe. Vielleicht kann ich dann hier... Ach nee, der Feuerwirbel, ich sag dir, ich glaube, das ist die beste oder stärkste Fähigkeit. Aber wenn du das Ding auf Episch hast, dann nimmst du ja alles auseinander. Okay. Ich nehme das dann nicht. Da sind auch ganz viele Epics. Scheiße, ist der schon Level 10? Wieso kann ich den... Nee, Level 9. Fuck. Junge, da sind... Ich guck mal, ob da was dabei ist für mich. Ich weiß, es ist ein bisschen dumm, aber der rennt da hinten hin, lass die fighten. Sind auch nur noch 4 Überlebende, ne? Das heißt, die, einer von den beiden stirbt gleich. Und eigentlich müsste ich hin und den anderen dann snipen, so? Aber ich gucke erstmal, ob hier nice Fähigkeiten dabei sind. Junge. Oh, das ist ein Stun, Alter. Der ist big. Der ist big. Den take ich. Oh, ne. Den wollte ich taken. Kann ich das nicht ändern irgendwie? Kann ich hier nicht... Achso, tap. Oh ja. Okay, 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 okay. Stun. Dodge. Er stunt mich natürlich. Ich glaube, das war's. Ja, er hat mehr Damage als ich. Jawohl. Ich glaube, ich muss fighten jetzt. Ich muss da rein. Also es nützt nichts. Oh, ich hab nichts. Oh. Ich hab mich als Busch getarnt, Junge. Ja, stun sein Wirbel. Oh mein Gott. Bitte stirb. Stirb. Ah, er wird das, er holt das. Scheiße! Ah, so close! Er war auch 2 Level über mir. Ich hab ein bisschen getrödelt, ne? Ach, shit, Mann. Es war Finale, nein! Ich hätte den holen können. Ich hätte den so safe holen können, Alter. Belohnung ansehen, so. Was habe ich hier bekommen? Ah, cool. Nix.